Heute ist es nicht jedem geläufig, aber in den 60er Jahren schrieb Isaac Asimov keine Science-Fiction-Romane. In jener Zeit gab der promovierte Chemiker den zahlreichen Angeboten aus der Medien- und Verlagswelt nach und wurde, was man heute als einen Wissenschaftsvermittler bezeichnet. Heute und zum Beispiel in Deutschland ist das eine öffentliche Rolle, die zum Beispiel von Harald Lesch, Mai Thi Nguyen Kim oder von dem Luxemburger Ranga Yogeshwar bestritten wird. In den USA in den 60ern war es unter anderem Asimov, der in Radio und TV eingeladen wurde und dort zu den neuesten naturwissenschaftlichen Erkenntnissen Stellung nahm. Er schrieb Bücher über Physik, Chemie, Astronomie, aber auch die Bibel und Geschichte im Allgemeinen. Und das passte sehr gut zu Asimov, der stets sehr gut informiert und auf dem neuesten Stand der Naturwissenschaften war, aber selbst nicht forschte. Asimov hatte ursprünglich Biologie studiert, wechselte aber zügig zur Chemie über, da er, nach seinen Worten, überhaupt keine Lust verspürte, irgendwelche Katzen zu sezieren. In Chemie hatte er einen Bachelor of Science erlangt, aber er hatte seit seinem Kriegseinsatz in dem Philadelphia Navy Yard kaum jemals wieder ein Labor von innen gesehen. Doch gerade sein großes Allgemeinwissen und seine unspießige Art machten ihn zu einem idealen Wissenserklärer. Ähnlich wie später Carl Sagan und Neil deGrasse Tyson hatte Asimov den Vorteil, dass er nicht oberlehrerhaft war und grundsätzlich kein Problem damit hatte, mal die Fantasie auf Reisen zu schicken und sich auch mal über die abwegigeren Aspekte des Weltraums zu unterhalten. Doch zugleich brach er eben nie mit den Paradigmen der Wissenschaftsmethode und verwechselte eben nie die Fakten mit der Science Fiction. Er stand auch der Parapsychologie äußerst kritisch gegenüber, auch hier gänzlich unberührt von der Tatsache, dass er Telepathie mehrmals als ein Motiv in seinen eigenen Science-Fiction-Romanen benutzt hatte. Doch Asimov gilt heute als einer der ersten medialen Skeptiker, die der extrem populären Esoterik den Kampf ansagten. Und die 60er waren eine wilde Zeit für diese Art von Kommentar und Berichterstattung. Die NASA betrieb das erfolgreiche Apollo-Programm, neue Erfindungen im Bereich der Elektronik verblüfften die Menschen und kontroverse Interpretationen der Quantenmechanik waren der letzte Schrei. Dies war der Anbruch einer relativ kurzlebigen Ära, die tief beseelt vom Fortschrittsglauben und von der Überzeugung war, dass in naher Zukunft der Mensch nach den Sternen greifen wird. Ein optimistisches Lebensgefühl, das uns in den nachfolgenden Jahrzehnten der Neoliberalismus, der Ultrakapitalismus und Mark Zuckerberg gehörig ausgetrieben haben. Asimov war in den 60ern ein äußerst erfolgreicher Wissenschaftserklärer und hätte es nicht noch eine weitere Phase danach gegeben, gewidmet der Science Fiction, er wäre heute vermutlich mehr für seine Sachbücher bekannt. Einer der wenigen fiktiven Beiträge, die Asimov in den 60ern verfasste, war der Roman Fantastic Voyage für Bantam Books. Doch dies war eine reine Auftragsarbeit, die Asimov offensichtlich wegen dem Honorarscheck angenommen hatte. Hierbei handelte es sich um ein sogenanntes Buch zum Film, also basierend auf einem populären Science-Fiction-Film, der damals in die Kinos kam. Natürlich wurde Asimov über die Jahre sehr berühmt, so dass im Nachhinein die meisten denken, dass der Film Fantastic Voyage eben auf einem Asimov-Roman basiert, was nicht der Fall ist. In den 70ern kehrte Asimov eher zaghaft zur Science-Fiction zurück. Vermutlich lag das ein wenig daran, dass er nicht gerade darben musste und eine echte Medienpersönlichkeit geworden war. Und in den 50ern hatten die Verlage extrem wenig für Science-Fiction bezahlt. Asimov war vermutlich nicht ganz so motiviert, sich wieder an diesen Mahlstein zu setzen und ranzuklotzen, während er gemütlich mit einem Verleger ein buntes, stark bebildertes Buch über Astronomie und Raumfahrt konzipieren konnte. Und viele dieser Bücher waren einfach nur neu editierte Sammlungen aus Essays, die er bereits an Zeitschriften verkauft hatte. Allerdings veränderte sich in diesen Jahren auch die Science-Fiction-Szene, da zunehmend Science-Fiction-Romane auch als wertige, gebundene Bücher herausgebracht wurden. Und Asimov Science-Fiction wurde in den 60ern durchaus viel gelesen, sodass der Verlag Doubleday absolut keine Probleme damit hatte, irgendwann auch diese Straße weiter auszubauen. Zumal Leser unentwegt nach neuem Material fragten.
Asimov begann die 70er mit dem Schreiben von The Gods Themselves, einer Trilogie aus Erzählungen, die sichtlich von seinen vertrauten Themen abweichen. Nicht zuletzt deshalb, weil hier Asimov ausnahmsweise vollständig auf das Konzept einer außerirdischen Zivilisation eingeht, ein Thema, dem er ansonsten eher aus dem Weg ging. Asimov begründete seine Scheue, über Aliens zu schreiben, damit, dass er eben in seinen formativen Jahren ein Zögling des Herausgebers John Campbell war, der Asimovs frühe Versuche, Außerirdische zu porträtieren, sehr ablehnend behandelt hatte. Zu all dem kam hinzu, dass die 70er ein neues Phänomen hervorbrachten, das für Asimovs Karriere und Motivation eine besondere Bedeutung besaß. Im Schatten der abgesetzten TV-Serie Star Trek entstand eine neuartige Form von Fankultur, die man bis heute als Conventions bezeichnet. Nicht alle Conventions damals standen im Zeichen von Star Trek, doch die berühmtesten schon. Aber es gab natürlich auch reine Comics-Conventions und ebenso Science-Fiction- und Pulp-Conventions. Asimov war ein willkommener, aber auch enthusiastischer Gast dort. Er war nicht verlegen zu gestehen, dass er sehr eitel sein konnte und das Bad in der Menge auf einer Convention, wo er nicht selten der berühmteste Schriftsteller im Raum war, war durchaus etwas, das er sehr genoss. Natürlich würde der Zyniker hier einwenden, dass Asimov die Conventions vorrangig dazu benutzte, um Frauen anzubaggern und zu betatschen. Ein unrühmliches Thema, über das ich sogar mal ein Video gemacht habe, falls es jemanden interessiert. Logistisch war das manchmal eine Herausforderung, da Asimov es hasste zu fliegen. Er war angeblich nur zweimal im Leben mit einem Flugzeug geflogen. Und auch Autofahren war nicht unbedingt etwas, das ihm ans Herz gewachsen war, wie ich da beides verstehen kann. Aber in den 70ern war Isaac Asimov durchaus jemand, auf den man im Bordrestaurant eines Zugs stoßen konnte. Doch die Dynamik der Conventions, die unmittelbare Interaktion mit Fans und Lesern und die damit aufkommenden Fragen nach Fortsetzungen spielten sicherlich eine gewisse Rolle darin, Asimov zu motivieren, sein Werk der 50er Jahre Revue zu passieren. Außerdem erkannte er intuitiv etwas, das damals zunehmend an Wichtigkeit gewann und bis heute den zentralen Nerv jeglicher Geek- oder Nerdkultur darstellt, den unlöschbaren Durst nach Worldbuilding. Nun hatte Asimov in den 50ern drei voneinander unabhängige Science-Fiction-Universen geschaffen. Die Geschichte um den Aufstieg der Roboter, sozusagen von Susan Calvin bis hin zu Daniel Oliver, das galaktische Imperium von Trantor und die Foundation-Welt. Diese drei Welten besaßen eine eher schlampige interne Chronologie, da Asimov diese Details seinerzeit in den 50ern kaum interessiert haben. Er war eben kein Tolkien. Das hatte an dieser Stelle allerdings einen gewissen Vorteil, denn die nachträgliche Idee, alle drei Welten miteinander zu verschrauben, zu einem viel größeren Worldbuilding, sollte sich als durchaus machbar erweisen, da das vorhandene Material nur wenig Augenmerk auf echte Datierung und interne Chronologie legte. Sogar nun, während ich diese Videoreihe mache, muss deutlich sein, dass die interne Chronologie zwar grob auf Asimovs Vorgaben basiert, doch zu weiten Teilen mehr das posthume Schaffen von Fans ist. Somit gelang das Verschrauben der drei Geschichtsreihen zu einem gemeinsamen Shared Universe eben mit nur wenigen Handgriffen. Es ist fast ein wenig erstaunlich zu sehen, mit wie wenig Aufwand dies gelungen ist. Eine Zeile hier, ein Absatz da und schon ist das Kunststück vollbracht. 1981 schrieb Asimov eine direkte Fortsetzung seiner legendären Foundation-Trilogie mit dem Titel Foundation's Edge, zu Deutsch die Suche nach der Erde. Das Buch wurde ein Erfolg, sodass der Verlag Doubleday Asimov anstiftete, am Ball zu bleiben und dieses Universum weiter auszubauen. Doch statt eine weitere Foundation-Fortsetzung zu schreiben, entschied Asimov, sich erstmal der anderen, begehrten und noch immer offenen Baustelle zuzuwenden, der Ära der Roboter und der Spacer. Isaac Asimovs Romane und Erzählungen des sogenannten Roboter-Imperiums sind weit über 2500 Jahre nach den Ereignissen von I, Robot angesiedelt.
Teile der Menschheit sind in den Weltraum expandiert und haben dort als die Spacer eine neue Zivilisation geschaffen. Doch die Erfolge der Weltraumsiedler sind eng an die Loslösung von den Erdbewohnern gekoppelt und bereits einige hundert Jahre später empfinden sich die Spacer als eine andere Rasse, als eine andere Spezies. Sie übertreffen die menschliche Lebenserwartung um ein Vielfaches, doch das erreichen sie nur dank einer antiseptischen, sterilen Umgebung und einer Menge genetischer und biochemischer Zauberei. Doch allem voran ist ihr Lifestyle und ihre Unversehrtheit von ganzen Legionen aus hochentwickelten Robotern abhängig, die alle anstrengenden Aufgaben des Alltags meistern und auch sonst den Eindruck erwecken, als wären sie die Roboter es, die das gemeinschaftliche Leben der einstigen Weltraumkolonisten zusammenhalten. Die Spacer legen einen großen Wert auf die Feststellung, dass sie mit ihrem Auszug von der Erde auch alle unangenehmen, schmutzigen und minderwertigen Wesenszüge des Homo sapiens hinter sich gelassen haben. Das ist alles auf der Erde zurückgeblieben und sollte für alle Zeiten dort in Isolation bleiben. Verbrechen, soziale Unruhen, Armut, Hunger und blinder Fanatismus. Die Spacer empfinden sich als über all diese Dinge erhaben. Primitive Impulse, die nur Terraner an den Tag legen. Und die meisten Spacer würden einem Terraner nicht einmal die Hand geben, allein aus Angst vor Viren und Bakterien. Auf der Erde hatte man sich bereits 1000 Jahre zuvor begonnen, in unterirdische Strukturen zu verlagern, da die Erde an der Oberfläche ausgelaugt und klimatisch angeschlagen war, während durch ausgeklügelte geothermische Anlagen unter der Erde eine fast grenzenlose Quelle an Wärme und Energie erschlossen wurde. Die irdische Gesellschaft ist nicht unbedingt ein dystopischer Albtraum. So wird sie zwar von den Spacern rezipiert, aber unser Einblick in das Leben des Detektivs Elijah Bailey macht deutlich, dass dies ein wenig im Auge des Betrachters liegt. Es stimmt schon, dass die meisten Menschen von Lebensmittelzuteilungen und Gemeinschaftsküchen abhängig sind, doch sie beziehen diese regulären Zuwendungen des Staats als eine Art bedingungsloses Einkommen. Selbiges gilt für die spartanischen, jedoch zumeist kostenlosen Unterkünfte in den unterirdischen Städten. Asimov hatte diese Welt nie als ein dystopisches Horrorszenario beschrieben. Sicher, von dem dekadenten, antiseptischen Lifestyle des Spacer sind die Terraner weit entfernt. In dem Roman The Caves of Steel, die Stahlhöhlen, den Asimov in 1954 schrieb, erleben wir Detektiv Bailey bei der Ermittlung eines Mords an einem Spacer, was politisch und diplomatisch eine echte Katastrophe ist. Insbesondere da es unter den Terranern nicht nur ausgeprägte Animositäten gegenüber den Robotern gibt, sondern weil die aufgesetzten, aristokratisch auftretenden Spacer nicht minder unbeliebt sind. Während dieses kniffligen Falls lernt Bailey den einzigartigen Roboter R. Daniel Oliver kennen, der ihm, natürlich inkognito, in den unsicheren Straßen der unterirdischen Kuppelstadt zur Seite steht. Zwischen den beiden Protagonisten, die sich anfangs mit gehörigem Misstrauen begegnen, entsteht, wie auch anders, eine tiefe Freundschaft. Der Mann und die Maschine, ein Thema, das fortan aus der Science Fiction nicht wegzudenken ist. Daniel Olivers Erschaffer ist der kybernetische Ingenieur und Erfinder Hahn Fastolfe. Auf seinem Heimatplaneten Aurora ist der Spacer eine ambivalente Gestalt, denn einerseits ist er der führende Visionär in Sachen Robotik und der einzige, der gegenwärtig derart menschenechte Roboter wie Daniel Oliver erstellen kann. Doch der Robotiker hat auch den Ruf, den Terranern zugeneigt zu sein. Es ist recht offensichtlich, dass seine Haltung deutlich weniger rassistisch ist als die der meisten Spacer-Politiker. Auf der Erde hat Bailey eine Begegnung mit ihm während der ersten Stunden seiner Ermittlungen. Ein Jahr später begegnen sich Elijah Bailey und sein Roboterfreund Daniel ein zweites Mal. Diesmal ist die Sache deutlich aufregender für Bailey, dessen gleichförmiges Leben bereits durch die Ereignisse in den Stahlhöhlen durcheinandergebracht wurde. Doch nun soll er in den Weltraum und an Bord eines Spacer-Raumschiffs zu dem Planeten Solaria fliegen und dort einen Mord ermitteln. In den Spacer-Welten sind derartige Verbrechen geradezu unbekannt, doch was hierbei für Aurora gilt, gilt noch 100-mal mehr für Solaria, wo das Leben zu weiten Teilen vollkommen kontaktfrei gelebt wird. Die Population dieses Planeten beschränkt sich auf einige tausend Menschen, die äußerst großzügig auf riesigen Farmen leben, umgeben von zehntausenden Robotern. Persönliche Begegnungen und Berührungen gelten dabei als lästig, ungeschickt und manchmal geradezu empörend. Und Gewaltverbrechen sind schlichtweg undenkbar.
Deshalb soll der gewiefte Polizist von der schmutzigen, von Verbrechen geplagten Erde besuchsweise auf Solaria kommen und den Mord ermitteln. Dabei ist dies etwas, das die Solarier niemals aus eigenem Antrieb vorangetrieben hätten. Auch hier zieht aus dem Hintergrund der mächtige Hahn Fastolfer die Fäden. Das Robotikgenie hat offensichtlich eine gewisse Sympathie für den irdischen Ermittler und lässt hierbei seine Beziehungen spielen. Er schickt auch seinen besten Roboter, Daniel Oliver, von Aurora nach Solaria, um dort erneut Bailey zu assistieren. Wir lernen auch die Hauptverdächtige in diesem Ermittlungsfall, die Witwe des Ermordeten, Gladia Del Mar. Doch wir erfahren auch, dass Solaria im Grunde eine sterbende Welt ist. Die Spacer haben das Lebensgefühl des Isolationismus auf die Höhe getrieben, weit über das Gebaren der Auroraner hinaus. Und anhand von Projektionen und Modellen wird es zu einer unumstößlichen Erkenntnis, dass der sozial distanzierte Lebensstil der Bewohner von Solaria nur in einem schleichenden Untergang dieser Kolonie enden kann. Am Ende kehrt Elijah Bailey erfolgreich zur Erde zurück. Seine Erlebnisse inspirieren eine Art TV-Serie, deren Produktion Bailey nicht verhindern kann und die in stark verzerrten Details seine Abenteuer auf Solaria festhält und auch von Spacern gerade auf Aurora ebenso euphorisch geschaut wird. Das schafft im Nachhinein Probleme, da viele Leute Bailey zu sehr mit der Fernsehserie assoziieren, was Neider auf den Plan ruft und seine Arbeit nicht gerade erleichtert. Im darauffolgenden Jahr hat der Detektiv Bailey eine weitere, dritte Begegnung mit Daniel Oliver, der ihn während des Zwischenaufenthalts eines Spacer-Raumschiffs im Orbit der Erde wegen eines Kriminalfalls konsultiert. Asimov hielt diese dritte Begegnung in der Kurzgeschichte Mirror Image fest, die unter anderem in den Anthologien The Complete Robot, aber auch Robot Visions erschienen war. Dies war eine amüsante Begebenheit, denn Asimov wurde jahrelang von seinen Fans bekniet, die Freundschaft zwischen Bailey und Oliver mit weiteren Geschichten anzureichern. Als dann nach viel Gejammer endlich Mirror Image erschien, reagierten die Fans etwas stirnrunzelnd. Die Kommentare lauteten damals: Wir meinten einen Roman, nicht eine Short Story in einer Zeitschrift. Mano. Dennoch sollte es 27 Jahre dauern, bis Asimov den beiden Freunden Bailey und Oliver ein neues Abenteuer gönnte. Denn erst in 1983 schrieb er The Robots of Dawn, zu Deutsch Der Aufbruch zu den Sternen, und zwei Jahre später folgte der Roman Robots and Empire, deutsch Das galaktische Imperium. Die zeitliche Einordnung legt die ersten Elijah-Bailey-Geschichten jeweils ein Jahr auseinander. The Caves of Steel, die Stahlhöhlen, im Jahr 4721. The Naked Sun, die nackte Sonne, ein Jahr später in 4722. Und die Kurzgeschichte Mirror Image in dem darauffolgenden Jahr in 4723. Der neue Roman The Robots of Dawn, also Der Aufbruch zu den Sternen, findet ein Jahr danach später in 4724, also zwei Jahre nach Baileys Reise nach Solaria und seiner Begegnung mit Gladia Del Mar. Der vierte Roman, Robots and Empire, das galaktische Imperium, ereignet sich jedoch erst 200 Jahre später, im Jahr 4924. Wir werden über dieses Buch in der nächsten Episode sprechen, während hier an dieser Stelle unser Augenmerk nur The Robots of Dawn gilt. Dieser Roman führt uns nun endlich nach Aurora, jenem Planeten, der fast wie eine Art Hauptstadt der Spacer-Welten erscheint und über den wir in den vorangegangenen zwei Romanen so viel gehört haben. Auch diesmal ist es Hahn Fastolfer, der Baileys Reise organisiert. Bailey soll auf dem Spacer-Planeten ein Verbrechen ermitteln. Ein Verbrechen, dessen Hahn Fastolfer selbst angeklagt ist. Der berühmte Robotiker lässt sich also Bailey in der Hoffnung kommen, dass dieser seine Unschuld beweist. Und das Vertrauen, das Hahn und einige Auroraner in Baileys detektivische Fähigkeiten haben, ist fast ein wenig naiv und vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass Aurora, ähnlich wie zuvor Solaria, nicht wirklich große Erfahrungen mit Kriminalität oder Kriminalistik hat. Dazu kommt, dass Elijah Bailey diese überzeichnete TV-Serie vorausläuft, die ihn in etwas übermenschlichen Dimensionen zeichnet. Elijah Bailey ist damit der erste Terraner, der Aurora betritt, und durch Asimovs Federführung tauchen wir tief in diese oft etwas seltsame Zivilisation ab. Das Asimov-Universum ist fast wie eine Gegenwelt zu Star Trek. Denn wenn wir uns Star Trek anschauen, erleben wir eine allegorische Welt, in der es zwar unzählige außerirdische Lebewesen gibt,
Doch unterm Strich sind sie alle nur Menschen. Ja, die einen sind etwas gieriger, die anderen etwas kriegerischer, die anderen etwas logischer und die anderen etwas konspirativer. Doch besucht man sie zu Hause, haben sie alle ein Wohnzimmer, eine Küche und eine Familie mit Kindern. Doch was wichtiger ist, ihr Blick auf die Welt ist kaum anders als der Blick eines irdischen Menschen. Das ist Absicht, denn Star Trek in seinem innersten Wesen ist eine soziale Allegorie. Nun, in Asimovs Welt ist das alles sehr anders. Das hier sind nicht einmal fremde außerirdische Rassen, sondern allesamt Menschen, Homo sapiens, die allerdings Jahrhunderte zuvor die Erde verlassen haben, um neue Planeten zu besiedeln. Doch allein in dieser relativ kurzen Zeit hat sich ihre Zivilisation so weit verändert, dass ein ansonsten gewiefter Detektiv wie Elijah Bailey große Mühen hat, sich in dieser Kultur überhaupt zurechtzufinden und die alltägliche Motivation der Bewohner von Aurora zu verstehen. Und nirgendwo wird das deutlicher als bei dem Thema Robotizid, ein Ausdruck, der von Bailey selbst eingeführt wird und der den Auroranern durchaus aufstößt. Denn beim Lesen dieses Buchs ist man mit der Aufgabe konfrontiert, das betreffende Verbrechen im Sinne jener Kultur richtig einzuordnen. Und doch ist es auch ein faszinierendes Detail, dass Asimovs Protagonist Bailey erst das Wort braucht, das einen Vorgang für ihn erfassen und kennzeichnen kann, damit er überhaupt weitermachen kann mit seiner Ermittlung. Was bedeutet das? Nun, für Bailey stellt sich erstmal die Aufgabe, überhaupt zu begreifen, womit er es hier zu tun hat und ob überhaupt von einem Verbrechen die Rede sein kann. Denn was sich hier ereignet hatte, war die Zerstörung eines wichtigen Roboters namens Gender Panel. Jemand hatte es geschafft, bei diesem seltenen Exemplar eines menschenähnlichen Roboters einen sogenannten mentalen Block anzuwenden, also durch eine unlösbare Situation bei dem Roboter ein komplettes Ausbrennen des positronischen Gehirns herbeizuführen. Ein extrem seltenes Ende eines Roboters, das theoretisch nur dann zutage tritt, wenn ein Roboter in einem unlösbaren Dilemma steckt und die Integrität der drei Gesetze gefährdet ist. Und bevor ein Roboter das erste Gesetz verletzt und einem Menschen schadet, ist es viel wahrscheinlicher, dass ihm sozusagen die Sicherungen durchbrennen. Allerdings gelten die Robotikingenieure auf Aurora als die zweitbesten auf der ganzen Welt, gleich hinter den Roboterwerken auf Solaria. Sie beziehen durchaus stolz darauf, dass ihre Roboter eigentlich nie mentale Blocks erfahren, weil die künstliche Intelligenz des positronischen Gehirns so weit gereift und vervollkommnet ist, dass ein Roboter gar nicht erst in eine solche autodestruktive Situation kommt. Natürlich besteht hier das Problem darin, dass gerade Han Fastolfe als der beste Robotiker seiner Ära positronische Gehirne von solcher Qualität erschafft, wo ein mentaler Block geradezu unmöglich erscheint. Hinzu kommt, dass ein künstliches, taktisches Herbeiführen dieser positronischen Blockade etwas ist, das kaum jemand auf Aurora hinbekommen würde. Aber es wird angenommen, dass, wenn jemand es schaffen könnte, dann Fastolfe selbst, weshalb er auch der einzige Verdächtige ist. Hierbei wird Elijah Bailey unentwegt daran erinnert, dass hier kein Verbrechen vorliegt und ein Roboter eben keine echte Person im juristischen und klassischen Sinne ist und deshalb sich Begriffe wie Mord verbieten. Und das ist nachvollziehbar, denn R-Gender war eben eine Maschine. Doch zugleich ist die Tat politisch aufgeladen und der Verdacht, der auf Han Fastolfe dabei fällt, derartig empörend, dass man trotz allen Aufwands den irdischen Detektiv Bailey von der Erde aus nach Aurora einfliegt, damit dieser den Fall aufklärt. Zumindest ist das eine Verteidigungsstrategie, auf der Han Fastolfe besteht und die ihm wohl dank seines hohen Renommees auch zugestanden wird. Somit, zu keinem Zeitpunkt geht es hier um einen Mord. Umgekehrt ist jedoch die Tat weit mehr als eine Sachbeschädigung. Der kriminalistische Gegenstand der Aufmerksamkeit ist hier das Brechen eines Tabus. Das ist typisch für Asimov. Er erschafft eine Welt, deren Wertesystem nicht immer intuitiv nachvollziehbar erscheint, bei näherer Betrachtung aber logisch ist. Aber das macht es auch interessant. Ich möchte nicht behaupten, dass solche Denkgebäude sich allzu gut mit Detektivgeschichten vermengen lassen. Doch es ist auf jeden Fall eine interessante Reise durch moralische Stromschnellen, die zwar stets ein wenig vertraut anmuten, doch letztendlich uns sehr fremd sind und nicht immer plausibel sind. So erlaubt das hier vorliegende Verbrechen eine mannigfaltige Lesung. Mir scheint es, dass Aurora eben eine Zivilisation ist, die stark meritokratisch ist. Wenn die Gesellschaft jemanden als eine visionäre, fortschrittliche Kraft identifiziert, wird diese Person entsprechend gefordert.
Und die Belohnung dabei ist nicht unbedingt monetär in Form von Geld, sondern in Form von Anerkennung, aber wohl auch in Form eines stärkeren Zugangs zur Macht und zur Gestaltung der auroranischen Gesellschaft. Aber eine solche ausgezeichnete und gewürdigte Person übernimmt damit auch eine Verantwortung, da fortan das zivilisatorische Schicksal des Planeten mit dieser Person untrennbar verbunden ist. Das ist also eine sehr postkapitalistische Sicht der Dinge, die eine Respekthaltung gegenüber Technologie repräsentiert, die in unserer heutigen Zeit relativ unbekannt ist. In unserer Welt wäre es einem kommerziellen Erfinder unbenommen, seine Erfindung zu zerstören. Sie ist privatwirtschaftlich sein Eigentum. Doch auf Aurora herrscht eben eine etwas andere Kultur. Aurora ist in gewisser Weise eine sehr liberale Welt, doch zugleich mit ganz eigenen Tabus durchwachsen. Eines dieser Tabus ist die Zerstörung von positronischen Gehirnen. Die Roboter mögen nicht die Anerkennung als ebenbürtige Lebensformen genießen, doch ist Aurora nicht mit der Erde zu vergleichen, wo noch immer richtiger Roboterhass die Gesellschaft beherrscht. Es mutet eher so an, als ob Aurora ein tiefes Bewusstsein dafür hat, dass der gesamte gehobene Lebensstandard ausschließlich der Existenz der Roboter zu verdanken ist. Und in diesem Sinne genießen die Roboter beinahe etwas Sakrosanktes. Damit sind die Auroraner nur konsequent. Wir hier auf der Erde haben im Grunde nie irgendwelche sozialökonomischen, geschweige denn philosophischen Konsequenzen daraus gezogen, dass unsere gesamte Zivilisation ohne IT und Technik undenkbar wäre. Und es ist bis heute ein philosophisches Phänomen, das Denker der Gegenwart beschäftigt, dass wir vor 150 Jahren begonnen haben, eine Technologie in unserem Alltag einzuführen, die oft gänzlich unbeaufsichtigt die Arbeit von hunderten Menschen verrichten kann, doch nie die Konsequenz daraus abgeleitet haben, dass Menschen fortan weniger arbeiten sollten. Denn jeder von uns hat zu Hause einen Computer, der im Grunde die Arbeit von 1000 Menschen bewerkstelligen kann. Und doch ackern die Menschen genauso wie früher in Vollzeitverhältnissen und träumen von einem läppischen Zwei-Wochen-Urlaub an der Sonne. Nicht alle von uns haben der Tatsache ins Auge geblickt, dass hier massiv etwas schiefgelaufen ist. Und dass hier ein globaler Trick an der Weltbevölkerung verübt wurde, denn heute, tief im 21. Jahrhundert, sollte jeder von uns höchstens 10 Stunden in der Woche arbeiten. Cui bono. Hinzu kommt, dass damit Asimov jegliche Allegorie zu unserer Menschheitsgeschichte aushebelt. Die Roboter auf Aurora sind keine Metapher für beispielsweise die schwarzen Sklaven in den USA vor 150 Jahren. Diesen Vergleich konnte man bei den früheren Romanen noch anstellen, als es um Roboter auf der Erde ging und ihr ambivalentes Verhältnis zu den Menschen in den unterirdischen Kuppelstädten. Doch das Verhältnis der Auroraner zu den Robotern ist ein sichtlich anderes als das Verhältnis der weißen Sklaventreiber in Amerikas Süden zu ihren Sklaven es war. In den konföderierten Staaten von Amerika vor 150 Jahren mochten Sklaven ein identitätsloses Symbol für den Wohlstand und die Prosperität der weißen Landwirte sein, doch hier bei Asimov werden die Roboter von den Auroranern als ein wertvoller Schlüssel zur Zukunft rezipiert. Und hier wiegt der Fall besonders schwer, da R-Gender Panel ein vollständig humanoider Roboter war, von dem es auf dem ganzen Planeten nur 2 Exemplare gab. Der andere ist R. Daniel Oliver. Dies machte den zerstörten Roboter also besonders wertvoll und vermutlich auch zu einem richtungsweisenden Prototyp einer neuen Ära, die erneut massiven Einfluss auf die politische und zivilisatorische Entwicklung von Aurora haben könnte. Das Verhältnis der Auroraner zu ihren Robotern ließe sich vielleicht besser durch den folgenden Vergleich verstehen. Es gab auf der Erde immer wieder archaische Gesellschaften, in denen Pferde eine starke Rolle spielten. Dies waren also Reitervölker, die in der Steppe lebten und zu den Pferden eben ein besonderes Verhältnis besaßen und sie geradezu verehrten und respektierten. Aber sie natürlich weiter geritten haben. In dieser alten Gesellschaft wäre also die Tötung eines äußerst berühmten Pferdes durchaus ein Anlass zu großer Unruhe, auch wenn ein Außenstehender vielleicht denken würde, war doch nur ein Pferd. Und das ist die erste Nuss, die man als Leser knacken muss, um zu verstehen, weshalb die Auroraner wegen der Sache so einen Aufstand proben. Und hat nicht Susan Calvin ihrer Zeit mindestens 2 Roboter eliminiert, weil sie ihre positronischen Gedankengänge beunruhigend fand? Den einen, weil er gelogen hat und den anderen, weil er geträumt hat.
Man würde ja nicht einen Detektiv von einem anderen Planeten einfliegen, wenn auf der Erde ein Automobilkonstrukteur wütend seinen eigenen Prototyp gegen die Wand fährt. Und wenn Elon Musk morgen irgendeinen Tesla-Prototyp wütend zerstört, werden wir, die anderen, auch nur denken: Klar, wir wussten schon immer, dass der Typ 1 an der Waffel hat. Who gives a shit? Doch Aurora ist anders. Und die Sache hat eine politische Dimension. Zumindest behauptet das Fastolfer, der die Tat abstreitet, ohne sie erklären zu können. Doch er macht Bailey klar, dass seine, also Fastolfes, politische Position nicht von allen geteilt wird. Er ist zwar kein Berufspolitiker, doch als der wichtigste Roboterkonstrukteur von Aurora hat er immens viel Einfluss. Vergessen wir nicht, dass es seine Erfindungen sind, die den Auroranern ein Leben ermöglichen, vor dessen Qualitätsverlust sie panische Angst haben. Und Fastolfer gilt als äußerst erdefreundlich und vertritt sogar Theorien, nach denen die Erdbewohner selbst beginnen sollten, die Galaxie zu besiedeln. Also Vorstellungen, die nach auroranischen Maßstäben äußerst wild und unkonventionell sind. Zumal die Spacer noch immer weitgehend der Meinung sind, dass Erde isoliert bleiben sollte und nur auf lokale Raumfahrt im eigenen Sonnensystem beschränkt. Wenn überhaupt. Doch Fastolfer ist davon überzeugt, dass es zwingend notwendig ist, die Erde in ihrem Aufbruch zu den Sternen zu unterstützen. Hier begegnen wir auch zum ersten Mal dem Begriff Psychohistorik. Die Idee eines großen Zivilisationsplans, mit dem das Geschick ganzer Sternensysteme gelenkt werden kann. Etwas gänzlich Neuartiges, mit dem sich Fastolfer beschäftigt. Nun, wir hören davon zum ersten Mal in chronologischer Hinsicht. Als Asimov in 1983 diesen Roman hier veröffentlichte, war der erste Foundation-Roman bereits 32 Jahre im Umlauf. Man muss an dieser Stelle festhalten, dass Asimov die Foundation-Trilogie zwischen 1951 und 1953 schrieb und im darauffolgenden Jahr erst die Stahlhöhlen verfasste. Und zu jedem Zeitpunkt waren die Foundation-Romane eben Teil eines Foundation-Universums und die Stahlhöhlen und später die nackte Sonne waren eben Teil eines eigenen Worldbuildings, das sich ausschließlich um den galaktischen Siegeszug der Roboter drehte. Damals hatten Foundation und die Elijah Bailey-Romane miteinander nichts zu tun. Die Idee, dass beide Buchreihen eigentlich Teil desselben Universums sein sollten, kam erst viel später, eben in den 80er Jahren mit The Robots of Dawn. Hier platziert Asimov nachträglich einen Keimling der Foundation-Idee. In der amerikanischen Popkultursprache nennt man das auch Retcon, abgekürzt für Retroactive Continuity oder zu Deutsch rückwirkende Kontinuität. Und darüber hinaus lässt Asimov in dieser Geschichte sogar den Namen von Susan Calvin fallen und ebenso findet der 200-jährige Roboter Andrew Martin an einer Stelle Erwähnung als zwei fast mythische, verschwommene Schemen der galaktischen Historiographie. Beide, Susan Calvin und Andrew Martin, hatten schließlich 2000 Jahre früher auf der Erde existiert. Doch mit ihrer Erwähnung zaubert Asimov in nur wenigen Zeilen eine andere Querverbindung eben zu den alten Robotergeschichten aus den iRobot-Jahren, Abracadabra. Das war aber schon immer irgendwie klar, da all diese Robotergeschichten sich schließlich auf die drei Gesetze der Robotik berufen. Auf diese Weise verschmolzen plötzlich die Roboterromane, die Trantor-Romane und die Foundation zu einem gigantischen, Jahrtausende umspannenden Zyklus. Alles in einem einzigen Roman, der nach außen hin wie eine weitere Sci-Fi-Detektivgeschichte daherkommt. Sehr gerissen, Isaac. Aber fairerweise muss man auch sagen, dass damals einige der größten Sci-Fi-Namen genau dieselben Tricks angewendet haben. Allen voran Robert A. Heinlein, der es irgendwie geschafft hatte, fast alle seine Kurzgeschichten und Erzählungen in eine Art Future-History-Weltenbau zu vereinen. Bailey soll also einen Kriminalfall lösen, doch unweigerlich befindet er sich zwischen den Fronten eines politischen Machtkampfs auf Aurora und dabei spielt Robotertechnologie eine signifikante Rolle. Der Detektiv von der Erde erkennt relativ bald, dass seine Suche nach dem Täter letztendlich nur ein Symptom für ein viel tieferes Problem verkörpert, den weiten politischen und ideologischen Graben, der auf Aurora zwischen Han Fastolfe und dem Robotic Institute, geleitet von Keldon Amadiro, besteht. Und dieser Graben hat zwei zusammenhängende Hauptursachen. Die erste Ursache liegt in der Existenz der humanoiden Roboter selbst. Han Fastolfer ist ihr Entwickler und wie gesagt, er hatte nur zwei Modelle fertiggestellt, Daniil und Jander. Doch Han Fastolfer ist eben selbstständig und seine Labors, Serverparks und Werkstätte existieren jenseits des quasi staatlichen Robotik-Instituts in seinem geräumigen Anwesen.
Doch das Team um Keldon Amadiro hatte es nie geschafft, selbst humanoide Roboter herzustellen, und Fastolfe hatte die Details dieser hochkomplexen Entwicklung nie mit ihnen geteilt. Er hatte durchaus stets den Verdacht, dass Amadiro versuchen könnte, sich Daniil oder Jander zu bemächtigen, um diese beiden in den Labors des Robotik-Instituts auseinanderzunehmen und zu erforschen. Dies berührt den zweiten, deutlich weitreichenderen Konflikt zwischen Fastolfe und Amadiro, ihre äußerst unterschiedlichen Visionen für Aurora und die damit verbundene Zukunft der Robotertechnologie. Denn es gibt einen Grund, weshalb Fastolfe die Technologie der humanoiden Roboter nicht mit Amadiro teilt. Keldon Amadiro ist das Gesicht der Gegenbewegung, er gehört der oppositionellen Partei der Globalisten an. Seine Haltung ist rigoros und in Spacer-Manier deutlich chauvinistischer. Er will natürlich mit aller Macht verhindern, dass die Erdbewohner über die Grenzen ihres Sonnensystems hinauswachsen. Amadiros Wunsch ist, eine neue Expansionswelle der Spacer selbst in gänzlich neue Weltraumkolonien, doch diesmal mit Hilfe humanoformer Roboter. Seine Projektionen ergeben hierbei, dass mit der Hilfe der humanoiden Roboter der Prozess der Besiedlung eines Planeten deutlich beschleunigt wäre. Was einst für die Spacer ganze Jahrzehnte, sogar Jahrhunderte in Anspruch nahm, ließe sich nun mit Hilfe der hyperintelligenten, menschlich agierenden Robotern in nur wenigen Jahren umsetzen. Die besondere Fähigkeit humanoider Roboter wie Daniil und Jander, den Alltag eines Menschen getreu zu emulieren, macht sie sehr gut dafür geeignet, Weltraumkolonien anzulegen und Planeten im Sinne der menschlichen Lebensweisen zu besiedeln, sodass dann die Spacer eine bereits entwickelte Infrastruktur beziehen. Etwas, das mit konventionellen Robotern viel schwerer möglich wäre, da diese deutlich weniger selbstständig und intelligent sind. Stark vereinfacht gesagt, man schickt 1000 humanoforme Roboter auf einen Planeten, 30 Jahre später können die Spacer einziehen. Somit erhebt das Robotik-Institut gegen Han Fastolfe Anschuldigungen, die über reine Sachbeschädigung von Jander hinausgehen. Fastolfes Weigerung, die neue positronische Technologie mit dem Institut zu teilen, wird politisch als eine unpatriotische Verhinderung des notwendigen Fortschritts umgedeutet. Da ist also ein medialer Druck, der auf Han Fastolfe wegen Daniil und Jander seit Jahren lastet. Für Elijah Bailey zeichnet sich hier ein deutliches Motiv für Amadiro ab, Fastolfe zu überführen und zu ruinieren. Denn könnte Amadiro nachweisen, dass Fastolfe den experimentellen Roboter Jander zerstört hatte, wäre das ein massiver Schlag gegen Fastolfes politisches Ansehen und würde seine Vision einer bilateralen Zusammenarbeit zwischen Erde und Aurora im Keim ersticken. Man muss sich an dieser Stelle vorstellen, dass die Bevölkerung von Aurora mit Jander und Daniil mehr als nur vertraut ist. Es ist beinahe, als ob Han Fastolfe die einzigen lebenden Exemplare eines Dinosauriers zu Hause hat. Für die roboterfreundlichen Auroraner sind beide Humanroboter Daniil und Jander wie ein faszinierendes Wunder. Die Vorstellung, dass Fastolfe einen von ihnen zerstört haben könnte, hängt gesellschaftlich wie ein Damoklesschwert über seinem Kopf. Hinzu kommt, dass Fastolfe zuvor mehrmals deutlich gemacht hatte, dass er vermutlich auf ganz Aurora der Einzige ist, der bei einem solchen experimentellen Roboter einen zerstörerischen Gehirnblock herbeiführen könnte. Ein ehrliches Bekenntnis, das Fastolfes Sache allerdings deutlich schadet und Elijah Baileys Ermittlungen nicht gerade leichter macht. Und diese sind ohnehin mühsam, da viele der Apparatschiki auf Aurora Bailey gar nicht schnell genug wieder in ein Raumschiff verfrachten möchten, damit er schleunigst wieder nach Hause geflogen werden kann. Für Bailey besteht kein Zweifel daran, dass der eifersüchtige Amadiro nicht zögern würde, den einzigartigen Jander vorsätzlich kaputt zu machen, wenn er die Tat dann Han Fastolfe anhängen könnte. Elijah Bailey ist durch die Ereignisse der vergangenen 4 Jahre zu einer prominenten Persönlichkeit geworden. Ein Sachverhalt, den er nur mühsam mit seiner etwas brummigen, nüchternen Persönlichkeit in Einklang bringen kann. Unweigerlich hat Elijah Bailey politische Spuren hinterlassen, etwas, das er nie beabsichtigt hatte. Doch gerade seine Ermittlungen in den Stahlhöhlen haben dazu geführt, dass die Spacer ihre Enklave auf der Erde unter dem Namen Spacetown aufgegeben und verlassen haben, was Elijah Bailey auf der Erde extrem populär und zu einer Art Volkshelden gemacht hatte. Doch umgekehrt hat Baileys Ermittlung auf Solaria den Respekt vieler Auroraner ausgelöst und dies zeigte sich zum Beispiel darin, dass die komplizierten und selten günstigen Handelsverträge der Terraner mit der Spacer-Welt deutlich aufgelockert wurden.
Hinzu kam die bereits erwähnte TV-Serie, die Bailey sogar auf Aurora zu einem bekannten Namen machte, auch wenn alle naheliegenderweise Bailey mehr mit dem heroischen Schauspieler assoziieren, den in der Serie etwas überzeichnet porträtiert. Fastolfer betrachtet Bailey als sein Instrument. Er rechnet damit, dass der Detektiv für ihn dank seiner berühmten Deduktionsgabe und maultierhafter Beharrlichkeit schließlich die Kastanien aus dem Feuer holen werde. Doch da schätzt der Bailey falsch ein. Der Ermittler kommt nicht, um als Fastolfers Anwalt aufzutreten. Er ermittelt, egal wohin ihn die Fakten und die Hinweise führen. Somit schockiert der Fastolfer erstmal, indem er ihn als einen nicht minder Verdächtigen behandelt. Denn Bailey begreift sehr schnell, dass Hahn Fastolfer ihn da in eine ziemliche Misere hineingeritten hat und dass von Ergebnissen und der Qualität dieser Ermittlungen die Schicksale von Millionen abhängen. Die Zukunft der Erde und ihre Rolle in den Augen des Spacer ist unentwegt mit dem Fortschritt der Ermittlungen verknüpft und so hat Bailey in keinster Weise vor, einfach nur Fastolfers Marionette zu sein. Die Fortsetzung der beiden Romane »Die Stahlhöhlen« und »Die nackte Sonne« in einem Abstand von rund 25 Jahren zu schreiben, erzeugt eine interessante Situation, denn die älteren Romane entstanden in den 50er Jahren, also in einer Ära, die man euphemistisch als konservativ bezeichnen kann, die aber gerade bei zwischengeschlechtlicher Dynamik, allem voran der Sexualität, geradezu repressiv war. Hinzu kam, dass in den 50ern kaum ein Antrieb da war, Hardcore-Science-Fiction mit erotischen Elementen anzureichern. Die damaligen Science-Fiction-Fans waren ungefähr so sehr an Liebeleien interessiert, wie Doom-Metal-Fans an Balladen interessiert sind. Viele der berühmten Sci-Fi-Romane jener Zeit muten geradezu asexuell an. Und Asimov selbst war ein echter Vorkämpfer dieser Haltung und bezeichnete Liebe und Sex in der Science-Fiction als etwas Matschiges und Pappiges. Doch viele Jahre später revidierte er seine Position und erklärte, dass damals eben der Zeitgeist ein solcher war und dass damals in den 40ern und 50ern junge Science-Fiction-Autoren eben nerdige Männer waren, gerade mal dem Teenageralter entwachsen und ohne die geringste Erfahrung mit Frauen. Dies prägte ihren Schreibstil und all diese großen Namen der Science-Fiction vermieden es lieber, über Gefühlslagen zu schreiben, mit denen sie kaum eine Erfahrung verband. Es ist natürlich fast ein wenig lustig, wie die Sachlage 30 Jahre später aussah, als Asimov inmitten der 80er Jahre The Robots of Dawn schrieb. Nun ist er kaum zu bremsen, wenn es um sexuelle Motive geht. Es sind die ultraliberalen 80er und Asimov zieht an der Schreibmaschine alle Register. Im Mittelpunkt seiner Betrachtungen stehen dabei zwei Frauen. Da ist Gladia Del Mar, die nach Baileys etwas skandalöser Mordermittlung auf Solaria 2 Jahre zuvor ihr riesiges Landhaus aufgegeben hat und nach Aurora emigriert ist. Und da ist Hahn Fastolfers Tochter Vasilia, die Elijah Bailey während seiner Ermittlungen befragt. Natürlich gilt anzunehmen, dass Bailey auch sonst seinen Aufenthalt auf Aurora dafür benutzt hätte, Gladia zu besuchen, doch Asimov begradigt diese Verbindung zusätzlich, indem der zerstörte Roboter Gender sich als eine Art Leihgabe von Hahn Fastolfer in Gladias Besitz befunden hatte, bevor er zerstört wurde, was natürlich auch Gladia erneut in den Suchscheinwerfer von Baileys Verdacht stellt. Auf Solaria hatte Gladia hunderte Roboter, hier auf Aurora ist es immerhin eine Handvoll. Für Hahn Fastolfer ist das vermutlich auch eine experimentelle Geschichte, um zu sehen, wie sich dieser Roboter in einer spezifischen Haushaltsdynamik so gebärdet. Isaac Asimov lässt an dieser Stelle wenig irdische Tabus unberührt. An einer Stelle werden wir sogar tief in die Psyche von Gladia geführt, die offen über ihre Masturbationspraktiken spricht. Elijah weiß bereits einiges über Gladia aus ihrer Begegnung auf Solaria. Sie wurde damals verdächtigt, ihren Ehemann ermordet zu haben, was damals Bailey in eine Art Tötung aus psychischem Affekt heraus umgewandelt hatte. Schon damals fand Bailey heraus, dass Gladia sich in einem tiefen Dilemma zwischen ihrer kulturellen Prägung und ihrer Sexualität befindet. Einerseits sind Bewohner von Solaria gänzlich berührungsfeindlich und dabei geradezu phobisch, andererseits ist Gladia von Fantasien und Vorstellungen äußerst fleischlicher Art geplagt. Natürlich baut hier Asimov einen etwas altbackenen, ausgelutschten Tropus, die vernachlässigte Frau, die noch nicht den passenden Alpha-Mann getroffen hat, der es ihr eben endlich richtig besorgt. Eine Geisteshaltung, die Asimovs Generation äußerst gerne zum Beispiel auf lesbische Frauen projizierte.
Damals auf Solaria wurden Elijah Bailey und Gladiator Del Mar miteinander nicht intim, obwohl da durchaus ein gewisses Knistern in der Luft war. Zu jedem Zeitpunkt ist für Gladiator die intime Berührung mit einem Mann noch zu sehr undenkbar, insbesondere mit einem barbarischen, unrasierten Nichtspacer von der Erde. Asimov, der damals noch ein junger Autor am Anbeginn seiner Laufbahn ist, vergiss auch nicht, dass Bailey mit Jessie verheiratet ist, die auf ihn samt Sohn Bentley auf der Erde wartet. Im Finale des Buchs deutet Asimov eine gewisse Leere in Bentleys Seelenleben an, als dieser wieder in Kontakt mit seiner Ehefrau tritt. Asimov, der in der Zwischenzeit ein recht ruchloser Fremdgeher wurde, fällt es nun deutlich leichter, seinen Protagonisten Bailey die Realität einer Ehe mit Jessie einfach beiseite schieben zu lassen und endlich mit Gladiator zu schlafen. Damit verbunden stellen wir uns natürlich die Frage, ob denn Fremdgehen weniger wiegt, wenn es sich 12 Lichtjahre entfernt abspielt. In den 2 Jahren, seit Bailey Gladiator zum letzten Mal gesehen hatte, ist allerdings auch viel passiert. Gladiator machte sich nach ihrer Ankunft auf Aurora die sexuelle Offenheit der Auroraner zunutze und tauchte sozusagen in die Swingerclub-artige Atmosphäre dieser Kultur ein. Und sie probiert sich durch das Menü hindurch mit allen Kinks und dunklen Seitenstraßen. Dies lässt Elijah Bailey, der eindeutig einen Fimmel für Gladiator hat, ganz schön schlucken. Die etwas nonnenhafte Gladiator, die sich in ihren Sehnsüchten verzehrt, wie damals auf Solaria, war ihm vermutlich lieber. Er erklärt ihr auch, dass die Sitten auf der Erde in vergangenen Zeitepochen sicherlich viel lockerer waren und vielerorts den von Aurora nicht unähnlich. Doch heute sei dies eben nicht eine solche Zeit. Bailey sagt, die Erdenmenschen leben dicht aufeinander. Und es bedarf einer puritanischen Ethik, um das Familiensystem unter solchen Umständen stabil zu halten. Doch Gladiator schildert auch, dass ihre sexuellen Experimente mit Männern und Frauen auf Aurora nur einen bitteren Geschmack bei ihr hinterlassen haben. Ihre Reaktion ist da eher negativ. Die nüchterne, pragmatische Haltung der Auroraner gegenüber Sex ist für die erotisch durstige Solarierin zwar verlockend, aber schnell erweisen sich diese Erfahrungen als zu oberflächlich und zu bedeutungslos und letztendlich als unbefriedigend. Denn das ist, wie Auroraner den Sex behandeln, eine harmlose, bedeutungslose Beschäftigung, um den Hormonspiegel unten zu halten. Eifersucht und Anspruchshaltung sind dabei unbekannt. Doch dies spiegelt nicht Gladiators Gefühle, die zwar auf sexuelle Erfahrungen ausgerichtet sind, doch nicht in einer so seichten Art und Weise. Am Ende sehnt sie sich nach einem soliden Lebenspartner oder Ehemann, der jedoch imstande ist, sie zu befriedigen. Und Asimov macht diesen riesigen Umweg durch Gladiators Sexualität nicht deshalb, weil er ein alter Lüstling ist, nun, das auch, aber in erster Linie macht Elijah Bailey damit die erste große Entdeckung in seinen Ermittlungen. Denn Gladiator gesteht ihm, dass sie erst dann sexuelle Erfüllung erfahren hatte, als sie herausfand, dass die komplett menschenähnlich konstruierten Roboter Janda und Daniil zu sexuellen Handlungen mit Menschen fähig sind. Wir hatten ja schon in die Stahlhöhlen eine Situation auf einer öffentlichen Toilette, als Bailey Daniil sozusagen in die Hose schielt und dabei überrascht die Augenbrauen hebt. Es gilt sicher daran zu erinnern, dass Janda und Daniil die einzigen Roboter in der ganzen Galaxie sind, die wirklich fast hundertprozentig als menschenähnlich durchgehen. Und man braucht schon eine Lupe und den Blick auf die Fingerkuppen dieser Roboter, um feststellen zu können, dass das keine Menschen sind. Nun aber der interessante Punkt. Sex mit Robotern ist auf Aurora nichts Besonderes und obwohl Asimov diesen Punkt nicht besonders vertieft, scheint es auf Aurora hinreichend Sexroboter zu geben. Dies wird also nicht als problematisch angesehen. Dies ist ebenso oberflächlich und bedeutungslos wie der Sex zwischen 2 Auroranern. Und Roboter genießen zwar im Einzelfall einen besonderen Schutz innerhalb dieser Kultur, wie wir vorhin erörtert haben, aber seinen Haushaltsroboter auf ein Sextoy zu reduzieren, scheint auf Aurora kein Ding zu sein. Whatever, man. Doch Bailey erkennt schnell den Haken an der Sache. Gladiator hatte nicht einfach nur mit Janda geschlafen. Sie hatte begonnen, mit ihm zusammenzuleben. In einem eheartigen Zustand. Denn Janda erweist sich als der perfekte Vollstrecker von Gladiators Sehnsüchten, den sexuellen, aber eben auch den zwischenmenschlichen. Das wiederum ist allerdings skandalös und unerhört auf Aurora. Niemand dort würde mit einem Roboter zusammenleben und ihn als einen ebenbürtigen Ehepartner behandeln, auf Aurora ein undenkbares Szenario.
Gladiators Quasi-Ehe mit Gender wird somit in höchster Heimlichkeit geführt, was wiederum für Bailey die Frage aufwirft, wer denn davon gewusst hat. Der Detektiv, der berühmt dafür ist, jeden als potenziellen Verdächtigen zu behandeln, macht auch bei Gladiator keine Ausnahme, erneut. Doch diese neue Entdeckung verändert den Blick auf die Situation. Gladiator empfand tiefe Zuneigung für Gender, als ob der Roboter de facto der perfekte Mann für sie war. Sein Ende ist eine Tragödie für sie und unter der kontrollierten Oberfläche der stolzen Solarierin schlägt eben ein gebrochenes, trauerndes Herz. Die andere Frau, die im Mittelpunkt dieser Geschichte steht, ist Fastolfes Tochter Vasilia, die nur äußerst unwillig Baileys Befragungen über sich ergehen lässt. Sie und ihr Vater Han Fastolfe haben sich auseinandergelebt und sind tief zerstritten. Sie belastet ihren Vater durchaus, indem sie Bailey erzählt, ihr Vater hätte eine regelrechte Obsession für Psychohistorik entwickelt und wäre durchaus bereit gewesen, zwei wertvolle und rare Roboter wie Gender und Daniel zu zerstören, wenn es nur seinen abwegigen Zielen dienlich wäre. Doch Bailey findet auch heraus, dass Vasilia und Han Fastolfe vor allem deshalb zerstritten sind, dass sich Vasilia als Teenager ihrem Vater sexuell angeboten hatte, was in der inzestfreudigen Kultur von Aurora durchaus üblich ist, doch dieser sie abgelehnt hat, etwas, das Vasilia als eine tiefe Verletzung davon trug. Vasilia betont jedoch auch, dass ihr Vater, Han Fastolfe, über die eheartige Beziehung zwischen Gladiator und Gender Bescheid wusste, da er diese als Teil seiner Studien im Grunde eingefädelt hatte. Asimov hat sichtlich Spaß mit diesem Roman. Eine der Stärken des Buchs hat auf den ersten Blick gar nicht so viel mit dem zu lösenden Kriminalfall und auch nicht mit den galaktischen Visionen rund um Menschen und Roboter zu tun. Es sind die Details einer futuristischen Welt auf einem fremden Planeten, die wir hier durch die Augen des Erdmenschen Elijah Bailey erleben dürfen. Und Asimov bricht dafür mit allen möglichen Tabus der klassischen Unterhaltungsliteratur. Zum Beispiel gehen die Menschen in den meisten Unterhaltungsromanen dieser Welt nie aufs Klo. Man würde bei Tolkien sicherlich keine Passage finden, während der Legolas dringend ins Gebüsch muss, um sich zu erleichtern. Doch Asimov kann es sich nicht nehmen lassen, gerade öffentliche Toiletten auf Aurora in allen Details und gesellschaftlichen Konsequenzen zu beschreiben, insbesondere im Kontrast zu irdischen Gepflogenheiten. Und dieses Buch nimmt sich durchaus etwas Zeit, ohne jedoch langatmig zu werden, das Leben auf Aurora zu beschreiben. Aurora besitzt an die 200 Millionen Einwohner und fast 10 Milliarden Roboter. Der Planet hat eine Hauptstadt mit dem Namen Eon, wo rund 20.000 Menschen leben. Doch Fastolfe, Gladiator und weite Teile der Handlung führen uns in die Stadt Eos, die sogar größer als die Hauptstadt ist und als die Hochburg der Robotiktechnologie gilt. Wie schon auf Solaria spielt auch hier natürlich Elijah Baileys terrestrische Agoraphobie eine entscheidende Rolle. Und doch ist dies an dieser Stelle kein reiner Abklatsch von ähnlich gearteten Situationen auf Solaria. Bailey vertritt seit seiner Zeit auf Solaria die feste Überzeugung, dass Menschen auf der Erde ihre kollektive Agoraphobie überwinden müssen. Zusammen mit seinem Sohn Ben trainiert er sich darin, indem er keine Gelegenheit auslässt, sich dem offenen Himmel und den weiten Horizonten auszusetzen. Auf der Erde gehen Vater und Sohn regelmäßig an die Oberfläche, um sich den offenen Räumen zu stellen. Bailey ist somit längst nicht mehr so anfällig wie früher. Doch hatte er seine Agoraphobie noch lange nicht überwunden. Dies wird gerade dann brisant, als er im Rahmen seiner Ermittlungen in einem kleinen Fluggerät über dem Land fliegt und weitgehend der offenen Landschaft und Skyline der Stadt ausgesetzt ist. Dieser Roman ist jedoch aus einem ganz anderen Grund eine echte Weichenstellung innerhalb dieses Universums und darin von großer Bedeutung für die kommenden Jahrhunderte und Jahrtausende. Denn die wichtigste Gestalt der gesamten Handlung blieb bis jetzt von mir unerwähnt. Wir lernen noch einen weiteren Roboter in dieser Geschichte kennen. Sein Name ist R. Giscard Ravenloff. Giscard ist ebenfalls ein Roboter aus der kybernetischen Schmiede von Han Fastolfe, aber er ist verglichen mit Daniel ein älterer, konventioneller Roboter. Sein Aussehen entspricht der gängigen Linie, die nur sehr oberflächlich versucht, den menschlichen Körper zu imitieren. Er hat eine metallische Oberfläche und das grundsätzliche Erscheinungsbild eines typischen Haushalts- oder Sicherheitsroboters, von denen es auf Aurora Millionen gibt.
Han Fastolfer gibt Bailey nicht nur seinen alten Freund und Partner Daniil an die Seite, um in EOS zu ermitteln, sondern ebenfalls den erfahrenen Roboter Giscard, gewahr dessen, dass die meisten Apparatschiki auf Aurora gegen die Idee eingestellt waren, Detektiv Elijah Bailey überhaupt nach Aurora zu bringen, und Fastolfer in Wirklichkeit um dessen Sicherheit besorgt ist. Allerdings lässt sich bald auch der Gedanke nicht bestreiten, dass für Fastolfer die Gefahr größer ist, dass jemand versucht, Daniil zu entführen, und dass Giscard in Wirklichkeit mit von der Partie ist, um Daniil zu beschützen. Viele Jahre zuvor war Giscard der persönliche Roboter der damals noch kleinen Vasilia. Und jene Zuneigung, die Vasilia für Giscard empfindet, ist überhaupt der Grund, weshalb sie Bailey zustimmt, sie zu verhören. Weil sie auf diese Weise die Möglichkeit erlangt, ihren Jugendroboter wiederzusehen, ohne sich dazu an ihren verhassten Vater wenden zu müssen. Asimov spielt hier mit uns ein wenig. Der zumeist schweigsame, sympathische Giscard ist am Anfang keine zu auffällige Erscheinung, mehr ein metallischer Bodyguard am Rande der Handlung. Doch bald schon zeichnet sich seine Wichtigkeit ab. Denn Giscard Ravenclaw hat ein Geheimnis, das nur er kennt und das er die Gesamtheit seiner Existenz behütet hat. Weder Daniil noch Han Fastolfer wissen von diesem Geheimnis. Giscard ist ein telepathischer Roboter, der die Fähigkeit besitzt, Menschen emotional zu beeinflussen. Etwas, das Bailey schließlich herausfindet. In Asimovs Welt waren tatsächlich einige Roboter telepathisch. Dies war bereits ein Thema, das in der Forschung von Susan Calvin in Erscheinung trat. Allerdings ist die Telepathie der Roboter ein Phänomen der künstlichen Intelligenz und tritt nur in seltenen Fällen auf, die sich nicht vorhersagen lassen. In die Stahlhöhlen beschreibt Asimov auch Daniil als quasi telepathisch, doch erklärt sogleich, dass dies nur eine sehr periphere Eigenschaft des humaniformen Roboters ist und dass Daniil letztendlich nur die Fähigkeit besitzt, Gehirnströmungen zu messen und daraus gewisse neurologischen Schlüsse über die anwesende Person zu ziehen. Giscards Telepathie ist viel umfangreicher und richtet sich an Bereiche, die Daniil kaum zugänglich sind, menschliche Emotionen. Giscard kann zwar nicht konkrete Gedankensätze empfangen, doch er kann perfekt das Befinden eines Menschen empathisch spüren und analysieren. Doch was viel schwerer wiegt, er kann umgekehrt Emotionen in das menschliche Neuronennetz einpflanzen. Er tut dies stets im Einklang mit den drei Robotergesetzen, oder? Giscard ist irgendwie auch ein ziemlicher Fuchs, der Wege gefunden hat, die drei Gesetze der Robotik so weit zu drehen, wie es sein eigenes Positronengehirn eben zulässt. Denn wenn Giscard einen Menschen telepathisch manipuliert, kann er dies in einer Weise tun, die eben dem Menschen keine Empfindungen oder Konsequenzen bescheren, die im Rahmen der Roboterethik als Leid definierbar wären. Und die Robotergesetze drehen sich um Schranken und Blöcke der Roboterpsyche mit der Aufgabe, Schaden, Leid, Schmerzen und Tod zu verhindern. Wenn aber ein Mensch durch Giscards telepathische Manipulation keinen unmittelbaren Schaden erleidet und lediglich eine neutrale Handlung vollführt, die irgendwie Giscards Plänen entgegenkommt, wird dies in Giscards Positronengehirn eben nicht als ein Konflikt innerhalb der drei Gesetze gedeutet. In dem Folgeroman Robots and Empire haben Daniil und Giscard also einige sehr interessante Gespräche, wenn sich keine Menschen in der Nähe befinden. Daniil postuliert viel später in diesem nächsten Buch, dass die drei Gesetze eben auch ein nulltes Gesetz brauchen, das ihnen vorausgeht und das besagt, ein Roboter darf der Menschheit keinen Schaden zufügen oder durch Nichthandeln zulassen, dass der Menschheit Schaden zugefügt wird. Dies berührt natürlich den zentralen Denkfehler in den drei Gesetzen der Robotik. Ein Trugschluss, der eben nicht durch die mangelnde Qualität der drei Gesetze oder der Positronengehirne der Roboter begründet ist, sondern ein Trugschluss, der ausschließlich durch die Erkenntnis identifiziert wird, dass der Homo sapiens fehlerbehaftet ist und dass es den Robotern niemals möglich sein könnte, die irrationale und teilweise autodestruktive Verhaltensweise der Menschen angemessen zu interpolieren und auszuwerten. Oder anders gesagt, früher oder später müssen die Roboter Dinge tun, die zwar gut für die Menschheit sind, sich aber wie etwas anfühlen, das die Menschheit als feindselig oder bedrohlich empfindet. Das Problem des nullten Gesetzes ist letztendlich der zentrale Plotpoint der etwas umstrittenen Hollywood-Verfilmung von iRobot.
Der Gedankengang ist allerdings auch artverwandt mit der Politeia von Platon. Hier beschreibt Sokrates das generelle Problem eines Politikers, der seinen Aufstieg und seinen Sieg bei Wahlen nur der Tatsache verdanken kann, dass er Menschen Dinge verspricht, die er niemals einhalten kann und zu keinem Zeitpunkt einhalten möchte. Er belügt sie und schmiert ihnen Honig um den Mund, bei Platon wortwörtlich. Der Philosoph aus Athen amüsiert sich hier, dass bei einer demokratischen Wahlkampagne, in der ein Süßwarenhändler gegen einen Arzt antritt, der Süßwarenhändler die Wahlen immer gewinnen würde. Denn er würde das Volk mit Bonbons überschütten, während der Arzt aufrichtig sagen würde: Ich muss euch manchmal auch wehtun und Dinge leisten, die euch sehr unangenehm sind, damit ihr gesund bleiben könnt. Und das will dann niemand. Am Ende gewinnen bei Wahlen immer die Süßwarenhändler und wir haben nachher immer Zahnschmerzen, weil wir zu schwach und zu dumm sind, endlich einen Arzt zu wählen und zu akzeptieren, dass Schmerzen zum Leben gehören und das Heilversprechen eine Illusion sind. Und gerade heute auf dem Höhepunkt der dreijährigen Covid-19-Pandemie erscheint Platons Arztparabel und das nullte Gesetz von Isaac Asimov in einem ganz neuen Glanz. Intelligente Roboter hätten große Mühen, mit uns Menschen klarzukommen, weil sie eben intelligente Roboter wären und somit in den meisten Fällen die einzigen intelligenten Einheiten im Raum. Die Frage ist hochbrisant: Wie würden sich Asimovs drei Gesetze-Roboter inmitten unserer Pandemie mit ihren Querdenkern und Spaziergängern verhalten? Und wie viele Tage, Stunden oder Minuten würde es dauern, bis der Pöbel den ersten Roboter mit Benzin übergossen und angezündet hätte? Und Giscard ist natürlich das entscheidende Mosaikstück dieser Kriminalgeschichte und der wahre Täter des Robotizids. Doch wie so oft bei Asimovs Krimi ist das Verraten und Spoilern des Endes nicht unbedingt relevant, da diese Romane letztendlich nur zum Schein Krimis mit einer Wer-war-es-Frage sind. In Asimovs Büchern geht es mehr um Ideen und Themen. Die scheinbare vordergründige Kriminalgeschichte ist dabei der eigentliche Hintergrund. Fastolfe und sein Antipode Amadiro müssen sich am Ende beide mit einem Kompromiss abfinden. Fastolfe verbürgt sich, dem Institut bei der Herstellung humaniformer Roboter zu helfen, und Amadiro gibt seine Anschuldigungen auf, Fastolfe hätte Gender zerstört. Doch auch hier hilft Giscard nach, denn für ihn gilt, dass die Bewahrung seines telepathischen Geheimnisses von großer Bedeutung für die Zukunft der Galaxie ist. Und so ist es für viele, viele Jahre Elijah Bailey, der als einziger Giscards Geheimnis kennt. Mit The Robots of Dawn endet die Trilogie um Elijah Bailey. Es ist nicht ganz das letzte Mal, dass wir ihm begegnen, doch seine Anwesenheit in dem nächsten Roman Robots and Empire, zu Deutsch Das galaktische Imperium, das Asimov die darauffolgenden 2 Jahre schrieb und in 1985 publizierte, wird sich mehr wie eine Rückblende anfühlen oder eine ferne Erinnerung, denn diese Geschichte führt uns 200 Jahre in die Zukunft, am Vorabend des galaktischen Imperiums von Trantor, das Asimov mit 3 weiteren Romanen abgedeckt hatte, die allerdings bereits in den Jahren 1950 bis 1952 geschrieben hatte. Das alles aber ist Stoff für die nächsten Folgen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.